So, also das wäre jetzt mal der Flachpinsel. Das nächste ist der Rundpinsel. Was mache ich also mit dem Rundpinsel? Den weichen Rundpinsel, das habe ich gerade gesagt, der ist eigentlich ideal dafür. Ich brauche jetzt nur ganz wenig Farbe, um lasieren zu arbeiten. Ja. Mit dem ist relativ schwierig, exakt zu arbeiten. Also ihr seht, da kriege ich eigentlich immer so eine ähnliche Struktur raus. Ich kann sehr feiner mitarbeiten, aber ich habe bei so einem weichen Synthetikpinsel nicht so viel Kontrolle. Der ist halt ideal dafür, wenn ich schon was fertig gemalt habe, zum Beispiel im Pasto. Und ich sage, okay, da möchte ich jetzt nochmal drüber malen, lasieren drüber malen. Dann mache ich mir halt eine dünne Lasur, ja, und gehe dann ganz fein da nochmal über diese Strukturen drüber. Dafür ist so ein weicher Rundpinsel ideal. Ja, die Borste ist natürlich wieder völlig anders. Ja, eben nochmal nass machen. Ja. So. Mit der kann ich wieder in dieser Impasto-Technik arbeiten. Ich kann auch sehr feine Linien machen. Und die sind auch länger als bei dem Weichpinsel. Seht ihr, ist ganz klar. Die Rundpinsel haben dem Flachpinsel gegenüber noch einen Vorteil. Den will ich auch nochmal zeigen. Und zwar, wenn ich den Pinsel sehr stark mit Farbe, ich kann den Pinsel sehr stark mit Farbe aufladen und ich habe die Farbe jetzt rundherum. Ja, nicht nur wie beim Flachpinsel auf der einen und auf der anderen Seite. Dann habe ich den Flachpinsel einmal geführt, dann ist er leer, dann muss ich ihn umdrehen und neu ansetzen. Hier, den Pinsel kann ich nehmen und ich kann drehen. Ja. Ich kann damit ganz andere Strukturen erzeugen. Ja. Ich kann es auch verwenden, indem ich halt kleine solche Strukturen mache. Ich drehe den immer wieder und kriege ein anderes Pinselbild, eine andere Farbe. Also ich mag es nicht so gern, wenn die Farbe komplett vermischt ist. Dann kann ich mir gleich eine fertige Farbe kaufen, sondern ich mag es wie hier, dass ich unterschiedliche Farben, dass man die dann auch noch sieht. Und auch das könnt ihr hier schön sehen. Ne? Also damit kriege ich dann halt solche Strukturen raus. Ne? Das ist alles mit dem Rundpinsel gemalt. Wo ich einen Rundpinsel auch hergenommen habe, das ist hier. Ich setze den oben fein an und drücke dann nach unten runter und kriege dann so eine Dreiecksform raus. Ja, und den Feinpinsel, das ist ganz klar, den feinen Rundpinsel, den brauche ich dann halt für so Feinheiten wie hier so ein Fenster, dass ich da halt so diese Strukturen mache oder da oben diese ganz feine Linie, das mache ich dann hier mit so einem Spitzpinsel. Okay, damit kämen wir zum Filbert, meinem Liebling. Ne, der Liebling, mein Liebling, der kann alles. Der kann sowohl dieses Rubbeln, mit dem kann ich Linien kann ich so ähnlich Flächen machen wie mit dem Flachpinsel. Ja. Ich habe natürlich hier nicht so eine gerade Kante mehr mit dem, das macht aber nichts, weil ich kann den auch, kann also mit dem Filbert auch hingehen und kann den hochkant halten und kann damit, jetzt zitter ich, weil ich habe keine richtige wegen der Kamera, sondern kann ich hier sieben, das habe ich ja nicht so gut hingekriegt. Also man kriegt halt sehr feine Linien damit raus, wenn der Filbert nicht wie bei mir jetzt gerade so vollkommen versaut ist, dann kann man damit wirklich ganz feine Linien machen. Da, also, ne, wenn man die Kontrolle hat, die habe ich jetzt nicht, weil, also so male ich normal, ich muss jetzt um die Kamera drum malen, daran liegt es. Was man natürlich auch noch machen kann, das liegt halt an der Form, ich kann, wenn ich jetzt sage, oh, jetzt möchte ich hier die Ecke ausmalen, das ist mit dem Kanten mit einem Flachpinsel relativ schwierig, wenn es eine runde Form ist. Und sage ich, möchte so eine runde Form hier innen ausmalen. Mit einem Flachpinsel unglaublich schwierig, mit dem Rundpinsel geht's, aber am einfachsten ist es einfach mit dem Filbert, weil der mir nämlich diese Form nachfährt. Ja? Und zack, fertig. Ja? Und wieder einfach durch die Form kriege ich das wunderschön hin. Ja, das ist also für mich wirklich der Top-Pinsel überhaupt. Ja, man kann natürlich auch zum Rubbeln hernehmen, dann nehme ich natürlich wieder die Borste her. Das ist bevorzugt für Wolken. Wenn ich Borsten, wenn ich Wolken rubbelnd reinmache, vor allem so Schleierwolken, die man gerade so sieht, also da ist mir der Filbert am liebsten, weil der nicht diese harte Kante hat wie der Flachpinsel. Oh, Flachpinsel. Ha, eine Sache habe ich noch vergessen, das zeige ich euch eben noch. Und zwar der Borstenflachpinsel, der kann nämlich noch was, der kann Bob Ross machen. Und zwar, wenn er den richtig vorher aufstampft, ja, Farbe aufnimmt, dann könnte er damit Baumstrukturen erzeugen. Ja. Wunderbar, gell? Total simpel und einfach. Und wenn ich jetzt hingehe mit meinem Filbert, dann mache ich hier noch einen Baumstamm. Fertig habe ich meinen Baum. Simpel und einfach. Laubbaum.
Das ist nämlich eine wunderbare Hinführung zum nächsten Pinsel, nämlich zum Fächerpinsel. Der Fächerpinsel, das ist der Top-Pinsel für Nadelbäume und auch für andere Sachen. So zeige ich jetzt gleich mal. Also fangen wir erstmal mit den Nadelbäumen an. Farbe stimmt zwar nicht, aber ich habe gerade Lust auf Blau und Rot. Ja, wenn sie in der Ferne sind, dann kann ich mit dem Fächerpinsel die Nadelbäume so nebeneinander setzen. Ja, dann kriege ich dann solche Strukturen und dann sieht es aus wie ein wie so ein ferner Nadelwald. Da könnt ein Bild von mir, so ein Winterbild, vor dem Berg, so vor dem Bergmassiv ist so ein Wald hinter einer Hütte, da müsst ihr mal gucken, die habe ich genau hier mit dem Fächerpinsel gemacht. So, und wenn jetzt der Baum näher ist, dann mache ich hier meinen Stamm und dann gehe ich halt hin und kann hier ganz simpel, indem ich halt einfach hier so auf Tippe, kann ich da hier so einen einfachen Nadelbaum machen. Fertig. Ist jetzt nicht super schön geworden, Farbe stimmt auch nicht, aber ist klar, worum es geht. Ne? Simpel und einfach. Und wofür man den auch noch hernehmen kann, ist, kann ich hier meinen künstlichen Wald noch weiter, oh, jetzt muss ich mal schauen, da komme ich um dieses blöde Stativ nicht rum. Also man kann damit wunderbar Gras machen. Aufsetzen, nach oben, weg. So, aufsetzen, nach oben, wegziehen. Bob Ross Technik. Fertig. Ja, jetzt habe ich hier so ohne große Mühe schon. Oh, das sieht man gar nicht. Warte mal. So, jetzt führe ich es nur einmal vor. Aufsetzen, nach oben weg. Aufsetzen, nach oben wegziehen. Ich erzeuge Gras. So geht das also. Also habe ich ein ganz einfaches Anfängerbildchen hier mal eben so gemacht. Das letzte, das ist natürlich das einfachste, da habe ich ja schon erklärt, den Linierpinsel, wofür man den hernimmt. Ich habe mir jetzt gerade in Wasser eingetunkt. So, und wenn ich den jetzt ausstreiche, dann kann man sehen, wie unglaublich fein man den machen kann. Da gibt es jetzt einen Tipp, wenn ihr wirklich feine Linien machen wollt, dann dürft ihr nicht die reine Farbe nehmen. Der Pinsel ist zu weich, als dass er die Farbe aufs Papier übertragen wird. Immer entweder mit Malmittel, also mit so einem Flüssigmalmittel oder mit viel, viel Wasser. So, und dann kann ich nämlich hingehen und kann gucken, machen wir hier nur so einen toten Baum hin, totes Geäst. Dann kann ich hingehen und kann hier so feine Linien malen. Und dann, das ist für mich das Schwierigste überhaupt, diese feinen Linien, das mag ich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich ein ungeduldiger Mensch bin und man muss halt relativ oft die Farbe aufnehmen. Das ist nicht wie bei Ölfarbe. Ja, guck, schaut mal, wie unglaublich fein man damit Linien malen kann. Gell? Man kann auch sehr lange Linien damit malen, wenn man ein bisschen Geduld hat. Habe ich nicht. So, auch hier ein Beispiel. Da habe ich da vorne hier bei dem Bild diese feinen Linien, die habe ich alle mit diesem Pinsel gemacht. Ja. Okay. Falls ich was vergessen haben sollte, könnt ihr einen Kommentar unter das Video schreiben. Ich hab auch unter das Video nochmal zwei englischsprachige Seiten angegeben, die auch super hilfreich sind und noch ein bisschen mehr liefern als das, was ich hier als Hobbymaler euch mitgeben kann. Ich hoffe, es hat euch was gebracht oder bringt euch was, wenn ihr in Zukunft malt. Und ja, mal schauen, was ich als nächstes Video mache. Bis dann, tschüss.